HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Er ist ein Meister des eher feinen Humors, ein Comedian, ein Schauspieler in Film, Fernsehen, auch auf der Bühne. Und er liebt Hörspiele und er lebt diese Liebe auch immer wieder aus. Und zwar zum Beispiel demnächst bei uns im Sendegebiet. Zu Gast ist heute im Doppelkopf Bastian Pastewka. Mein Name ist Rosemarie Tuchel. Herzlich willkommen, Herr Pastewka. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Herr Pastewka, ich habe Sie ja hier bei uns im HR für dieses Gespräch erwischt. Da kommen Sie direkt aus dem Hörspielstudio. Da haben Sie eine ja, szenische Lesung, ein Kinderhörspiel aufgenommen, nennt sich Lindberg. Worum geht's denn da? Lindberg ist die Geschichte einer fliegenden Maus. Das ist auch gleich der Untertitel eines Buches von Torben Kuhlmann, eines Kinderbuches, was sehr beliebt ist. Es ist eigentlich ein, man würde ihm jetzt Unrecht tun, wenn man sagt Bilderbuch, aber es sind doch sehr viele tolle, tolle, wunderschöne kleine Zeichnungen drin und auch eine sehr hübsche Geschichte. Und aus dieser Geschichte wurde jetzt eine Hörspielversion gemacht und aus Sicherheitsgründen wurde beschlossen, dass ich dabei bin. Wieso aus Sicherheitsgründen? Ich habe keine Ahnung, jedenfalls durfte ich alle Rollen dieses Hörspiels sprechen. Also den Erzähler, den Zeichner, der die Zeichnungen malt, alle möglichen anderen Figuren und Eulen und Katzen und eben auch die kleine Maus, was mich sehr gefreut hat. Wie legen Sie denn so eine kleine Maus an? Ja, die kleine Maus muss natürlich die höchste Stimme haben. Aber ich habe sie jetzt nicht so piepsig gemacht, dass man denkt, ach du meine Güte, was hat er denn jetzt? Es ist einfach ein kleiner Junge, neugieriger, kleiner, aufgeregter, ja, eine kleine Maus, die irgendwie sich ein Flugzeug baut im Jahre 1900 irgendwas 20 und sagt, ich fliege auf eigene Art von Hamburg bis nach New York. Und das ist tatsächlich eine Maus und keine Fledermaus. Nein, ne? Es ist eine richtige Maus und es ist natürlich ein bisschen ein Gruß an Charles Lindberg. Deshalb heißt die kleine Maus auch Charlie. Und die spricht natürlich so und freut sich die ganze Zeit, dass sie was bauen darf. Und das habe ich eben im Hörspielstudio wirklich nebenan aufnehmen dürfen. Deshalb bin ich noch ganz beseelt, weil mir macht es Spaß. Man ist in einem Studio. Marlene Breuer, eine Hausregisseurin hier, hat wunderbar Regie geführt und ich habe mit lustigen Gegenständen wirken können und Sachen machen dürfen und anstellen dürfen und meine Stimme verstellen dürfen. Das macht mir Spaß. Das Ganze wird man hören können bei uns im Programm in HR2 Kultur am 31. Oktober in der Lauschinsel um 14.05 Uhr. Das wird dann auch als Ganzes, als Hörbuch herauskommen beim Hörverlag. Jetzt ist es nicht das erste Hörbuch, an dem Sie mitwirken und das Sie gesprochen haben. Pünktchen und Anton, Der kleine Prinz, alles Klassiker, nicht nur der Kinderliteratur. Was reizt Sie dran? Also ich freue mich, dass ich immer wieder Anfragen für klassische Stoffe bekomme. Also Der kleine Prinz ist ja nun auch schon, glaube ich, 470 Mal als Hörbuch eingelesen worden von allen möglichen Frauen und Männern und Tieren. Ich habe keine Ahnung. Und ich durfte jetzt auch einmal. Und für mich war das Schöne daran, ich kannte die Geschichte nicht. Das durfte ich keinem laut sagen. Aber ich kannte dieses ja, Märchen ist es ja eigentlich nicht. Ich kannte diese Kurzgeschichte von Exupéry. Wie sind Sie denn an kleinen Prinzen vorbeigekommen? Ich frage mich auch, wie mir das passieren konnte. Aber ich lese ja so wahnsinnig wenig. Ne? Ich höre ja gerne Hörspiele und schaue viel zu viel Fernsehen. Aber ich bin immer an den Geschichten und Büchern so vorbeigekommen. Also ich kenne unglaublich viele klassische Stoffe nicht. Pünktchen und Anton kannte ich allerdings. Aber beim kleinen Prinzen war es tatsächlich so, dass es auch eine Neuübersetzung war von Thomas Pigor, den ich sehr, sehr schätze. Der ist ja auch auf der Bühne. Der ist auch auf der Bühne. Pigor und Eichhorn heißt dieses fantastische Duo. Ja, ja. Und der ist sehr frankophil und hat eine Neuübersetzung gemacht. Ne? Der zum Beispiel gesagt hat, es geht gar nicht um ein Schaf, wenn man genau ins Französische reinhört. Ich bin leider des Französischen nicht mächtig. Sondern um einen Hammel. Der erste Satz ist, zeichne mir einen Hammel. Das heißt, er hat es ein bisschen urmäßig, also ein bisschen vereinfacht und etwas deutlicher gemacht, worum es in der Geschichte gehen sollte. Das war der Reiz, etwas komplett Neues zu erfahren dabei. Jetzt ist das ja für Sie im Prinzip auch ja nicht ungewohnt, aber schon ein ganz anderes Genre. Sie sind sehr viel im Fernsehen zu sehen, in Kinofilmen, beispielsweise in den Edgar Wallace-Parodien, aber auch in vielen Filmen danach. Was ist das für Sie, nur mit der Stimme auszudrücken? Also die Kino- und Fernseharbeit, die ich ja häufig machen darf, bleibt mein Hauptgeschäft. Und das ist auch das sage ich hier ganz ehrlich, für was ich am meisten brenne. Das ist sozusagen immer das Wichtigste für mich. Bei Hörspielen, Hörbüchern oder Lesungen oder Bühnenprojekten bin ich nicht minder engagiert. Aber es ist eben von der Terminierung immer klar, der große Film, der kommt zuerst, weil der meistens auch viel mehr Zeit im Kalender beansprucht, als jetzt 2 Tage ein Hörspiel für den Hessischen Rundfunk aufzunehmen. Bringt er auch mehr Geld? Das tut es auch, aber ja, das ist richtig, das ist jetzt, wo sie sagen. Ja, fällt das stimmt auf, auch. Ja. Das stimmt auch. Aber es ist natürlich schön, wenn man zwischendurch eine Anfrage für so ein Hörspiel bekommt und dann zu sagen, das mache ich gerne, weil mit der Stimme zu arbeiten, das eint ja nun alle diese Disziplinen. Auf der Bühne muss man mit der Stimme anders umgehen als im Radio. Im Film muss man mit der Stimme anders umgehen als auf der Bühne und so weiter. Und also je variantenreicher das ist, desto spannender finde ich das. Und hin und wieder darf ich auch noch ein bisschen synchronisieren. Meistens sind das Eindeutschungen von
amerikanischen Animationsfilmen. In diesem Jahr war es irgendwie Baymax und jetzt kommt auch noch ein Stuart Little Teil, also ich werde wahnsinnig vor lauter Mäusen. Ne? Es ist immer, das bleibt immer bei der Maus. Das darf ich zwischendurch auch machen und auch das ist wieder anders als im Radio zu sein. Und je unterschiedlicher das ist, desto mehr Spaß hat meine Stimme und desto mehr Spaß habe ich. Bastian Pastewka ist zu Gast im HR2 Doppelkopf und wenn wir darüber reden, nur Stimme oder Stimme und gesehen werden. Sie sind jetzt mit einem sehr interessanten Projekt unterwegs gerade und zwar mit einem Hörspiel, das auf der Bühne live aufgeführt wird. Demnächst, in gut 2 Wochen, ist es in Offenbach zu sehen, im Kapitol. Und das ist ein Kriminalhörspiel mit dem Haupthelden der Francis Durbridge-Krimis, nämlich mit Paul Temple. Hier geht's um Paul Temple und den Fall Gregory. Wir haben einen kleinen Ausschnitt, da hört man schon so ein bisschen, dass das keine übliche Hörspielproduktion ist. Mein Name ist Temple, Paul Temple. Ich bin Kriminalschriftsteller und Privatdetektiv. Jung, clever, gut aussehend und stets zur Stelle, wenn das Böse die Straßen Londons unsicher macht. Ist ja unerträglich. Psst. Zusammen mit meiner reizenden Frau Steve löse ich die Fälle, bei denen mein Freund, der Scotland Yard-Chef Sir Graham Forbes, nicht weiterkommt. Es ist die Zeit, als London noch in Mono lebte und sich die Verbrecher mit einer falschen Visitenkarte vorstellten, bevor sie ihre Opfer mit einem Halstuch niederstreckten oder einem vergifteten Dry Martini. Doch bei Morpheus, die wohl aufregendste Affäre, in die ich je geraten bin, ist sehr lange nicht erzählt worden. Und zwar bis heute. Ja, und dann beginnt der Fall von Paul Temple und der Fall Gregory. Ja, und wir haben Bastian Pastewka gehört in der Hauptrolle des Paul Temple. Und ja, eine Besonderheit an diesem Hörspiel ist, andere quatschen ihn einfach dazwischen. Ja, da sagen sie, der ist gut aussehend, dann wird gelacht zum Beispiel. Wie kommen die denn darauf? Das ist eine Unverschämtheit, finde ich auch. Ja, unser Hörspiel zeigt die meist erfolglosen Versuche des Hörspiel-Nerds Bastian Pastewka nochmal in den heiligen Hallen des Westdeutschen Rundfunks mit vernünftigen Schauspielern ein Paul-Temple-Hörspiel aufzunehmen. Nach ungefähr 50 Jahren, so lange ist das leider in diesem Sender nicht mehr gemacht worden. Wir haben zusammen einen alten Durbridge-Fall in den Archiven gefunden, der 1949 vom WDR produziert, aber dann gelöscht worden ist. Und nur noch die Skripte, also die Textseiten, die die Schauspieler damals in der Hand hatten, sind übrig geblieben. Und das ist die Geschichte unseres Hörspiels. Zum einen ist es wirklich ein spannender Kriminalfall. Es ist aber auch sozusagen die Werkgenese eines Hörspiels. 5 Schauspieler suchen nach dem Sinn eines Francis Durbridge-Mehrteilers. Darum geht's in der Geschichte. Das heißt, Sie erzählen auch die Geschichte, wie Sie überhaupt zu diesem Kriminalhörspiel kamen, ja. Was ja selbst schon eine gewisse Detektivarbeit war, oder? Das zum einen und eben auch, sagen wir mal, wie Deutschland an diese Krimis gekommen ist. Ne? Im Tausendjährigen Reich war natürlich das Hören von englischer Musik oder auch englischen Hörspielen verboten und nach dem Krieg wurde in sämtlichen deutschen Rundfunkanstalten meistens englische oder amerikanische Detektivhörspiele, französische Hörspiele eingedeutscht und nachgemacht. Viele davon haben es eben nicht überlebt, weil sie sofort gelöscht worden sind und auch wir, also die Dramaturgen von WDR und SWR, die das gemeinschaftlich gemacht haben, mussten in den Archiven ewig suchen und wir haben tatsächlich noch Textseiten gefunden mit den Dialogen. Die waren aber auch nicht vollständig. Also wir hatten nicht das komplette Hörspiel in Schriftform. Wir mussten bei der BBC nachfragen. Die machten unterdessen parallel ihr eigenes Remake von Paul Temple and the Gregory Affair, weil die haben das Stück 1946 aufgenommen und dann gelöscht. Und dann fanden wir, das war das Lustigste überhaupt, in Norwegen, Ausrufezeichen, tatsächlich eine komplett erhaltene Version von Paul Temple a Gregory Saken aus dem Jahre 1950. Und wir konnten uns dann wirklich anhand der norwegischen Version entlanghangeln durch diesen riesengroßen verschlungenen Pfad dieser sehr, sehr komplizierten Detektivgeschichte. Und wir spielen dieses Hörspiel und auch das Erarbeiten dieses Hörspiels zum Beispiel jetzt in Offenbach im Rahmen unserer Gregory-Tournee. Und wir wechseln zwischendurch auch ins Norwegische, um unser Publikum auf der einen Seite noch mehr zu verwirren, aber auch zu unterhalten. Also das Sprechen Ganze. Sie mal ein bisschen Norwegisch. Ja, er sagt immer, das ist zu schlecht. Ich mache es nur lippensynchron. Er sagt dann, Steve, das ist, wenn er zu seiner Frau sagt, fahr ein bisschen links rüber, da kommt ein Auto hinter uns her. Und meine Kollegin Janina Sachau, die Steve Temple spielt, also Pauls wunderschöne und tolle Frau, die sagt natürlich, yes, adieu.
Das ist ganz komisches Sprechen und man denkt, hä, die Norweger haben das auch aufgenommen. Also es ist sehr spannend und deshalb ist die Show, die wir zum Beispiel in Offenbach machen, ist einfach ein großer Hörspielspaß. Also da können alle rein, die Lust haben auf ein Hörspiel, aber auch Spaß haben an guter Laune. Ich habe ja einen Mitschnitt gesehen von einer Aufführung auf der Bühne dieses Hörspiels. Das war, glaube ich, im ZKM in Karlsruhe. Ja. Was man da sieht, sind 5 gut gelaunte Schauspieler. In der Mitte sitzen sie auch als Paul Temple. Ja. Die anderen spielen ganz viele Rollen, sie eine. Und dann gibt's jede Menge Requisiten dahinter. Also da gibt's jede Menge Türen, Bakelittelefone. Ich habe gelernt, dass man, wenn man eine Kühlschranktür nur ordentlich zuschlägt, sich das anhört wie eine alte Autotür beispielsweise. Ja? Ganz genau. Wir 5 machen die Geräusche selber. Das ist ja das Prinzip des alten Hörspiels. Das Einzige, was wir digital zuspielen, sind die alten Paul-Temple-Musiken, die wir uns aus den erhaltenen Paul-Temple-Hörspielen der 50er und 60er Jahre rausgemopst haben. Alles andere ist Handarbeit für 5 Schauspieler. Um uns herum sind, wie schon richtig gesagt, 1000 Requisiten. Unsere ganzen Pistolen haben wir da, aber auch kleine Joghurtbecher. An den Deckeln, an denen wir so rumschnipsen, das klingt immer so ein bisschen wie die Schreibmaschinen bei Scotland Yard. Zwischendurch haut man mal irgendwie gegen so ein Glas, damit es irgendwie so ein bisschen klingt wie irgendein Schlag oder so etwas. Also wir basteln uns da durch dieses ganze Hörspiel durch und wir geraten auch ganz schön ins Schwitzen, weil es sind sehr, sehr viele Geräusche, die wir machen müssen. Sie sind ja schon ein bisschen länger damit auf Tournee. Ist mal was daneben gegangen? Eigentlich geht jeden Abend was daneben, aber weil dieses Hörspiel ja so aus 2 Ebenen besteht, dürfen wir ja Fehler machen und alle glauben immer, okay, das haben sie vorher einstudiert. Also unsere Pannen fallen gar nicht auf. Aber zwischendurch vertun wir uns einfach natürlich unglaublich. Oder natürlich die Pistole geht nicht los, das passiert auch immer hin und wieder und so. Also es ist immer wieder eine Überraschungssache. Und es ist natürlich ein viel zu langer Abend, weil wir haben ja gelernt, Durbridge-Hörspiele sind zu lang. Damals war der Fall Gregory ein Stück in 10 Teilen, 10 Teile à 30 Minuten. Und wir sind nicht 5 Stunden auf der Bühne, keine Sorge. Wir sind aber ungefähr 2,5 werden es dann doch. Ja, und es gibt, man könnte ja jetzt einen völlig falschen Eindruck bekommen von dem einen Ausschnitt, es gibt durchaus Action. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Oh. Ich möchte nur wissen, ob wir auf der richtigen Straße sind. Oh. Mein Gott, was für eine Straße. Ich glaube, das Auto dahinter uns hat es sehr eilig. Aber hier ist es zu eng zum Überholen, da muss er sich leider gedulden. Was blendet der denn so? Fahr langsam, Steve, da kommt die Brücke. Steve, um Gottes Willen, pass auf. Was ist denn los? Er versucht vorbeizufahren. Aber er kann doch hier nicht vorbei. Bei Morpheus, er macht es absichtlich. Er drängt uns an die Seite. Halt an, Steve, um Himmels Willen, lass ihn nicht an den Rand drängen. Steve! Ich kann den Wagen nicht mehr halten. Paul, Steve! Paul, ich kann ihn nicht halten. Oh mein Gott! Paul, wir fallen von der Brücke! Die letzten Glückser waren live von Bastian. Das sind meine Tropfen. Die Bremse und die Tropfen sind von mir. Die Bremse auch? Die Bremse auch. Wie geht die? Ja, die Autogeräusche vorher macht auch ein Kollege. Wir sollten auch mal kurz ihre Kollegen nennen. Ja, Janina Sachau, Katrin Gavlich, Alexis Kara und Kai Magnus Sting. Also wir 5 spielen dieses Stück gemeinsam. Und das ist zu sehen auf der Bühne Ende September, also genau. Ende diesen Monats. 30.09. und 1.10. Und am 1.10. im Kapitol. Jetzt ist das, Herr Pasewka, aber nicht das erste Hörspiel, mit dem Sie sich befasst haben. Vorher gab es auch schon mal eine Hörspielproduktion unter Ihrer Regie. Mhm. Da ging es um den Fall Sherlock Holmes und der Hund der Baskervilles. Das Hörspiel ist aber schon was Sie schwer reizt, oder? Also ich bin einfach ein großer Freund des klassischen öffentlich-rechtlichen Funkhörspiels. Also natürlich ist die Paul-Temple-Serie bei mir ganz hoch im Kurs, aber es gab auch viele andere Produktionen, speziell aus der Frühzeit des Nachkriegsradios, die ich einfach sehr, sehr spannend fand, weil das war die Zeit noch bevor der Fernseher kam und wo man viele der Schauspieler aus dem Theater geholt hat, wo man noch nicht digital irgendwas zusammenbasteln konnte, sondern einfach nur ein verdammtes Mikro hatte und die Schauspieler mussten ihr Bestes geben. Das ist eine sehr spannende Dynamik, die in diesen Hörspielen ist und in den guten kann man einfach am besten seine Fantasie so ein bisschen spazieren führen. Das mag ich und da habe ich ein Faible für und ich wollte mal vor 2 Jahren so ein klassisches öffentlich-rechtliches Dampfradio-Hörspiel, ja, sagen wir mal, imitieren ist immer schwer, aber sagen wir einfach machen. Und ich wollte einfach den klassischen Baskerville-Fall von Sir Arthur Conan Doyle, also die berühmteste Sherlock-Holmes-Geschichte überhaupt, nochmal neu erzählen, und zwar fürs Radio. Weil ich finde, im Radio macht die Geschichte am meisten Sinn. Wenn man sie liest, ganz ehrlich, ich bin ein Riesenfan von Sherlock Holmes und Conan Doyle, aber wenn man sie nur liest, denkt man hinten raus,
Was zur Hölle wollte der Schurke eigentlich mit dieser komischen Hundetrickgeschichte machen? Das ist doch, also was ist das? Wir erfahren, dass da irgend so ein Botaniker einen Hund abrichtet, indem er ihm irgendwie grüne Paste ins Maul schmiert und auf einen Mann hetzt, der dann wahrscheinlich in Ohnmacht fällt, von dem uns aber erzählt wird, dass das eigentlich ein sehr willensstarker und vor allem gesunder, kerniger Kerl ist. Ehrlich, war der nicht herzkrank? Nein, es ist der Großonkel, der Charles Baskerville, der ist der, der irgendwie Angst hat. Aber der Enkel, der da kommt, der Erbe, ist eigentlich ein fitter Geselle. Das kann doch irgendwie alles nicht sein. Und es gibt einen Franzosen, der hat ein Buch geschrieben, Freiheit für den Hund der Baskervilles, in dem er alle diese relativ ersichtlichen Fehler in dem Roman von Conan Doyle niedergeschrieben hat. Und aus diesen Fehlern habe ich sozusagen mit der Original-Baskerville-Buchversion in der Übersetzung von Gisbert Haafs eine neue Version gemacht, um mal zu zeigen, okay, es gibt noch eine zweite Wahrheit hinter der Originalgeschichte, die ja nun Land auf Land ab bekannt ist. Dieses Hörspiel kann man sich auch anhören, ist als Hörbuch herausgekommen. Ich glaube, ja, auch bei der Hörverlag. Ist auch beim Hörverlag, der Hund der Baskervilles, genau. Genau. Wir haben schon die erste Musik auflegen. Ja. Sie haben mir vorher gesagt, Sie haben sie sich zwar ausgesucht, aber Sie wollten nicht die Reihenfolge wissen. Also bleibt's bei der Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Ich habe ja mal irgendwann hier eine Liste von Musiken abgegeben und ich weiß nicht, welche ihr erwählt habt und ich weiß auch nicht, welche jetzt kommt. There's a saying old says that love is blind. Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's the big affair I cannot forget. Someone to watch over me, Blossom Dearie war das. Und zwar auf Wunsch meines heutigen Gastes im HR2 Doppelkopf. Das ist Bastian Pastewka. Herr Pastewka, das ist ganz ruhige, zurückgelehnte, ganz zarte Musik. Ein Spiegel ihrer Seele. Nein, es hat natürlich auch wieder was mit Paul Temple zu tun, weil diese Musik läuft immer im Hintergrund, wenn Paul und Steve abends kuscheln. Aber es gibt noch einen zweiten Bezug und zwar ist das, ich sage mal, der gemeinsame Song von Anke Engelke und mir. Das ist unser Song, sagen wir jetzt mal. Also mit dem haben wir gar nichts zu tun, den haben wir nur gemeinsam entdeckt. Bei einer Autofahrt durch Köln lief der nachts im Radio und Anke ist ja Meisterin im Musikenerkennen und wusste sofort, das ist Blossom Dearie. Und ich dachte, Blossom Dearie, den Namen hast du schon mal gehört und so und habe mich dann so in Blossom Dearie so reingehört. Und immer, wenn wir uns sehen, hören wir diesen Song zusammen. Also nicht regelmäßig, aber zumindest versuchen wir den auf irgendeiner Autofahrt noch unterzubringen, weil wir den beide so großartig finden. Diese Frau, die diesen doch sehr rätselhaften Text singt und sagt, ich möchte immer für dich da sein und ich möchte, dass du dein Monogramm von mir trägst und so, das ist schon sehr besonders. Und sie singt das ja so straight und zart und so verletzlich, dass man ihr eigentlich böse sein möchte. Aber man kann es nicht, weil es so zauberhaft ist. Anke Engelke haben Sie jetzt schon angesprochen. Ja. Annette Frier, Bernhard Hoecker, viele, viele bekannte Comedians haben schon mit Ihnen zusammengearbeitet. Sie haben zusammen große Erfolge gehabt. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar Sachen. Edgar Wallace Parodien habe ich schon genannt, war ein Riesenkassenerfolg. Die Wochenshow, schon ein bisschen länger her. Da haben Sie unter anderem unvergessen Briscoe Schneider verkörpert. Ja. Ein schwuler Moderator einer Sex-Talkshow. Ottmar Zittlau, einen Proleten im Trainingsanzug. Dann Ihre preisgekrönte Serie, die auch ihren Namen trägt, Pastewka, da spielen sie einen Comedian ihres Namens, der aber nicht sie sind, so haben sie das, glaube ich, mal ausgedrückt. Ich hatte in Vorbereitung dieses Gesprächs einen ausgesprochen angenehmen und vergnüglichen Nachmittag, weil ich mir ganz viele ihrer Sketche angesehen habe, ganze Folgen von Pastewka. Oh, das tut mir leid. Nee, vielen Dank dafür, das hat sehr viel Spaß gemacht. Sagen Sie mal wirklich, lustige Menschen, da gibt es ja dieses Vorurteil. Die sind eigentlich die ganz großen Melancholiker. Ist das bei Ihnen auch so? Ja, anhand der Musikauswahl wäre das ja sofort belegt, die wir gerade gehört haben. Da ist man natürlich, ja, man kann nicht 24 Stunden am Tag nur lustig sein. Aber die Sachen, die Sie jetzt gerade freundlicherweise genannt haben, das waren auch wirkliche Herzensprojekte. Und gerade mit Kollegen wie Annette Frier oder Anke Engelke, Bernhard Hoecker, Olli Kalkofe, Christoph Maria Herbst, an deren Seite irgendetwas machen zu dürfen und mit denen auch zu wachsen. Also mit Anke Engelke habe ich ja 5 Jahre Wochenshow gemacht. Wir sind ja zusammen in dieses Metier reingekommen, weil wir vorher einfach was anderes gemacht hatten. Oder in meinem Fall, weil ich so jung war, noch gar nichts. Das ist natürlich
natürlich das größte Geschenk, das einem widerfährt. Und natürlich muss man sich an der eigenen Lustigkeit auch irgendwann emanzipieren. Also ich werde nächstes Jahr 43, ich weiß, man sieht es mir nicht an. Aber in jedem Fall ist es so, dass ich natürlich jetzt auch nicht mehr so kreuzalberne Figuren wie noch zu Wochenshow-Zeiten, in die ich damals unabhängig von meinem zentralen Nervensystem einfach reingesprungen bin, so spielen könnte. So ein bescheuerter Briscoe Schneider, der lag mir damals auf der Zunge. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, wie man das halt so tut als Mitte-20-Jähriger. Du machst es einfach. Ja, heute bist du komplizierter, heute sagst du, wie genau geht das? Was ist meine Rolle? Wie ich kann so nicht arbeiten, Kinder. Es ist nicht so schlimm, aber zumindest zerdenkt man heute die Sachen einfach viel mehr, weil es auch eine andere Fernseherzählzeit geworden ist. Wir waren mit der Wochenshow damals Junkfood des Fernsehens. Ja, wir mussten jede Woche aus der Comedy-Witzfabrik ein paar Sketche abliefern. Und wenn man sich diese Shows mal genau anguckt, vielen Dank für Ihr Lob, aber trotzdem, wenn man mal eine ganze Wochenshow von 1997 anschaut, stellt man fest, da ist auch unglaublich viel Schrott drin. Es blieb mir damals gar nichts anderes übrig, als auch mal schlechte Sketche zu drehen, weil wir einfach so viele gemacht haben. Also wir konnten gar nicht in der Qualität immer gleich gut bleiben, weil das wirklich eine Witzfabrik war. Aber für mich schon Routine. Einfach, ja, ne? Man lernt unglaublich viel. Man lernt auch viel über sich. Viele andere sagen, ja nein, du lernst nur alles auf der Bühne. Ich habe es im Fernsehen gelernt, weil ich hatte damals gar keine andere Möglichkeit, mich so breit auszuprobieren. Und das war eine tolle Zeit, der ich alles verdanke. Jetzt haben Sie schon das Alter ins Spiel gebracht. Also mit 20 macht man andere Sachen als mit 40. Wann haben Sie denn überhaupt mitbekommen? Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Ja, dass Sie komisch sind. Also, dass Sie sich eignen fürs Comedy-Fach. Also, dass ich mich eigne fürs Comedy-Fach, habe ich nicht gewusst in dem Moment, wo ich dachte, ich bin komisch. Ich habe in der Schule gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen skurril bin. Ich bin natürlich auch damals immer schon mit Hörspielen rumgelaufen und habe Comics gelesen und habe mich seltsam angezogen, weil ich mich nicht für mein Äußeres interessiert habe und so. Also, ich war damals so ein schwer verdaulicher Kauz, der irgendwie rumgelaufen ist. Ich war aber auch kein Klassenclown. Ich war nicht der Klassenbeste und nicht der Klassenschlechteste. Ich war so das gesunde gar nichts. Und daraus konnte ich mich nur an den eigenen Haaren aus dem holen, weil ich einfach Theater gespielt habe. Es gab eine Schultheater-AG, wo ich angefangen habe, irgendwie aufzutreten. Es war mir völlig egal, ob die Rolle groß oder klein war oder ob ich irgendwie der zweite Polizist von links war in irgendeinem Stück. Ich weiß schon nicht mehr, wie es hieß. Hauptsache, ich durfte das machen. Und das, diese Magie, ich weiß nicht, wo sie herkam, hat mich so... Ist das Spaß? Ja. Ist das dieses... Ja. In andere Rollen reinkriechen, ja. Ist das Besondere? Also auch nein, die aus Leute, dem eigenen Leben die Leute aus? Zum Lachen zu bringen. Die Leute war das Erste. Also ich spielte einen Wirt bei Kleider machen Leute, irgendeine Bühnenversion. Der Wirt hatte keinen Lacher. Der musste einfach nur Sachen sagen, was er gleich kocht und wieder gehen. Daraus habe ich natürlich was gemacht, ne? Weil es machte ja kein anderer. Ne? Also da wird man dann zur Rampensau. Und damals war ich 17 und fand das natürlich total lustig. Und ich fand es lustig, dass die Leute gelacht haben. Es hat mich gefreut, dass man erkannt wird. Was natürlich über das Lachen sofort akustisch ans eigene Hirn wieder zurückreflektiert wird. Und du denkst, okay, da ist ein Effekt gesetzt worden. Mhm. Und daran habe ich erkannt, das scheint zu laufen. Scheint. Weil es gab danach noch genug Auftritte, wo ich mich für sehr viel lustiger gehalten habe, als ich war und bin. Und diese Sorge trägt man natürlich immer in sich, wenn man auf die Bühne geht. Also das zeichnet sich nicht nur durch das berühmte Lampenfieber aus, sondern du denkst eben auch, okay, wo ist der Zugriff auf dich selbst? Wo verschätzt du dich? Und wo bist du manchmal vielleicht zu laut, zu leise, zu lustig? Sehr oft kriege ich die Kritik, der Pastewka macht zu viel, zum Beispiel. Mhm. Das ist meiner schnellen Sprache geschuldet. Ich renne ja immer so durch die Texte durch, weil ich immer glaube, ich könnte die Leute langweilen. Mach's doch mal langsamer, mach doch mal weniger und so. Das ist mein steter Kampf, aber ich versuche mich in den immer wieder reinzubegeben. Das heißt, das ist aber auch ein ständiger Prozess der Selbstkritik, oder? Es bleibt einem nichts anderes übrig. Also ich versuche auch deswegen so oft immer wieder zwischen den Disziplinen zu wechseln. Also mal ein Synchron, dann eine Fernsehserie, dann ein Hörspiel machen und so weiter. Um nicht immer sozusagen auf einem Ton zu bleiben, sondern mich auszutauschen mit mir selber und zu sagen, okay, jetzt legst du mal wieder die Pastewka-Serie für 2 Jahre ad acta, damit wir mit frischem Wind in 2 Jahren uns wieder auf die neuen Folgen freuen können. Das Publikum sagt dann immer, oh mein Gott, alles abgesetzt. Nein, 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 wir machen ja weiter. Nur wir wollen es eben nicht wieder so in so einer Massenkonfektionsware machen, weil dann wird's schlechter. Und ich werde schlechter. Bestimmte Sachen oder bestimmte Bereiche des Humorgebiets im Fernsehen, in den Medien, die haben Sie bewusst umschifft. Ich habe eine Folge gesehen von Pastewka. Wie gesagt, da spielen Sie einen Comedian mit Namen Pastewka. Ich spiele mich selbst, sagen wir es, wie es ist. Ist das tatsächlich so? Ja, das ist schon eine schon. Kunstfigur, oder? Ja, es ist eine angenommene Kunstfigur, die meine Macken und meine Blödheiten überzeichnet, aber weil ich an der Serie ein bisschen, wirklich zu einem kleinen Teil mitschreibe, den Löwenanteil schreiben meine Autoren, aber ein bisschen mitschreibe, ist mein eigener Schnack mit drin.
Der eigene Schnack ist mit drin, aber ich fand die eine Szene oder eine Folge fand ich sehr interessant. Da ging es nämlich darum, dass Ihnen Johann König, ein anderer Comedian, vorschlägt, mein Gott, mach doch mal richtig Geld und werd Stand-up-Comedian. Ja, damit füllt man die ganz großen Hallen. Und da wollen Sie dann auch ran und man merkt, nee, das ist eigentlich jetzt nicht so Ihr Ding. Was ist das? Was stört Sie daran? Also das ist eine Folge, die wir so geschrieben haben und die aber auf einer kleinen Wahrheit in mir auch beruht, weil alles Wahre ist lustig, nicht das Unwahre. Ich bin überhaupt kein Stand-Upper, ich bin ein miserabler Moderator. Viele Leute haben ja damals geglaubt, ich müsste bitte Wetten, das übernehmen. Nicht, dass das jemand gefordert hätte, aber es war plötzlich in der Zeitung, las ich plötzlich Engelke und Pastewka übernehmen Wetten, das, als diese Hysterie nach der Gottschalk-Nachfolge kam. Ich dachte, das ist ein totaler Unsinn, wenn man mal genau schaut, ich kann überhaupt nichts moderieren. Ich kann nirgendwo auf eine Bühne steigen und sagen, meine Damen und Herren, schön, dass ihr alle da sind. Mein Gott, die Stadthalle Böblingen. Toll, dass Sie alle da sind. Da sitzt der Bürgermeister. Bitte keine Zinnteller. Und hier ist mein erster Gast, Iris Berben. Das kann ich nicht. Wenn ich das mache, wird es immer irgendeine Art von Charge und irgendetwas Künstliches. Ich bin überhaupt kein Moderator und eben auch überhaupt kein Stand-Upper. Also jemand, der vorne an der Bühnenkante ist und irgendwie sagt, so, gestern war ich im Bus, da kommt ein Typ auf mich zu. Das kann ich nicht. Das ist, also, und zwar nicht, das will ich nicht, sondern das kann ich nicht. Wir haben ja mal beim Wichser den berühmten Spruch geprägt. Ich kann nicht wohnt in der Ich-will-nicht-Straße. Aber hier ist es wirklich so, dass mir da einfach der Zugang fehlt. Ich war auch beispielsweise nie bei 7 Tage, 7 Köpfe oder der Schillerstraße, also 2 improvisierten Sendungen. Mhm. Ich liebe es, vorbereitet zu sein. Ich mag das, wenn ich weiß, was ich tue. Ich komme gerne an ein wie auch immer geartetes Fernsehset und dort sind andere Kollegen, die auch schon wissen, was wir heute machen. Und aus diesem Sockel, diesem gemeinsamen Wissen um die Sache, kann ich dann, wenn ich einen guten Tag habe, auch sehr, sehr, sehr viel an Komik erzielen und sehr viel erreichen. Ich kann es nicht, wenn es nur heißt, wird schon irgendwie lustig, hier, stell dich dahin, mach was. Kann ich überhaupt nicht. Herr Pastewka, sind Sie ein Perfektionist? Ich bin anstrengend bei der Erarbeitung von so Sachen und ich weiß, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, mein Gott, der ist schwierig und der nervt und so. Ich glaube, ich meine es nicht böse und manchmal ist es so, dass man mich vielleicht als solches wahrnimmt. Aber ich glaube, es ist kein ultimativer Perfektionismus. Das ist es nicht. Ich glaube, ich habe in mir auch so diese 50%, okay, wird schon irgendwie werden. Wird schon irgendwie, die muss es geben. Es muss dieses, okay, wird's oder wird's nicht, diesen Kitzel muss es geben. Das ist wie beim Roulette-Spiel. Setze ich auf die richtige Zahl oder nicht. Das muss es geben. Das ist vielleicht meine Sucht an diesem Beruf. Klappt's oder nicht? Andere gehen vielleicht ins Casino und müssen sich da diesen Groove holen. Ich brauche das nicht. Aber wirklich Perfektionist, also jede Pointe bis ins Detail ausfeilen und nach einem gewissen Gleichklang zu konzipieren, das kann ich nicht. Bastian Pastewka ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Richtig, richtig, ich bin es selbst. Jetzt haben wir das endlich mal geklärt. Ja, genau, ich musste mal kurz in den Spiegel gucken. Ich bin hier, sonst haben wir immer nur den Bastian Pastewka-Darsteller im Absolut, Studio. Absolut, hier ist diese Pappfigur. Bei allem, was Sie erarbeiten oder bei sehr vielem, geht es um Humor. Sie haben eben auch gesagt, dieses die Menschen unterhalten, sie zum Lachen zu bringen. Worüber lacht denn Bastian Pastewka? Also ich lache über sehr, sehr viele meiner Spaßkollegen, die guten, ich sage jetzt mal nicht wen, aber ich weiß welche, also ich glaube alle wissen, wer gemeint ist. Ich lache auch über unfreiwillige Komik natürlich. Die Menschen geben sich manchmal anders, als sie sind. Das ist meist sehr, sehr komisch. Meine Schadenfreude hält sich in Grenzen, aber ich gebe ganz offen zu, ich schaue hin und wieder mal irgendwelche bescheuerten YouTube-Clips, wo Menschen sich also sowas von auf die Nase legen und man sitzt da und denkt, oh mein Gott, das kann dem nicht passiert sein, man muss einfach lachen, ich gebe es offen zu. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag mache, aber früher gab es eine Sendung, die hieß Pleiten, Pech und Pannen, die mochte ich nicht, weil ich immer dachte, mein Gott, die Leute haben sich wehgetan. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, ich kann Tom und Jerry nicht gucken, weil mein Gott, die arme Katze. Zu denen gehöre ich mit Sicherheit nicht, aber wenn reale Leute sich wirklich wehtun, das kann ich nicht sehen. Also es tut mir wirklich körperlich weh. Aber hin und wieder macht man es dann eben doch und dann guckt man so ein bisschen verschämt weg und denkt, warum lacht man hier eigentlich? Und dann wundert man sich wieder über mich selbst. Ich zum Beispiel lache ganz selten über mich. Also ich habe nicht den Zugriff auf mich und sage, Mensch, Alter, was bist du für ein lustiger Kopf? Oder was ist dir denn da schon wieder passiert? Das braucht bei mir so ein bisschen. Es braucht bei mir eine Woche, bis ich mich über irgendwas geärgert habe. Und es braucht auch eine Woche, bis ich merke, mein Gott, was hast du dich da eigentlich mal wieder so zum Affen gemacht? Und meine Frau ist Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Regulativ und sagt mir sehr, sehr gerne, Alter, bist du eigentlich bescheuert? Und dann muss ich natürlich erstmal dagegen sagen, nein, das ist so nicht. Heidrun, bitte, tu mir den Gefallen, es ist alles so, wie ich es gesagt habe. Und erst eine Woche später stelle ich fest, was bist du eigentlich wieder für ein bescheuerter Chaot gewesen und hast wieder auf einem Standpunkt beharrt, der überhaupt nicht deiner ist. Was bringt sie denn auf die Palme? Also natürlich gibt es unglaublich viel
Unrecht in der Welt und schreckliche und grausame Dinge und die kann man auch gar nicht alle fassen. Also man sitzt ja momentan vor den Nachrichten und möchte in den Fernseher reinschlagen, wenn man sieht, was alles passiert und was alles Schlimmes ist. Aber komischerweise, das ist vielleicht sehr traurig, aber auf der einen Seite auch eine andere Wahrheit der ganzen Sache, man fängt an, sich daran zu gewöhnen. Also ich hatte schon in den 80ern große Todesangst. Ja, ich meine, wir haben damals in der Schule den Zweiten Weltkrieg rauf und runter durchgenommen. Wir waren dabei, als die Amerikaner Libyen bombardiert haben und wir alle gedacht haben, okay, morgen fällt eine ultimative Atombombe. Das haben wir nochmal gedacht, als die beiden Golfkriege kamen, der 11. September und so weiter. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Ereignisse jemals oder auch in Zukunft mit irgendeiner Art von Gelassenheit oder gar Witz oder so etwas in meinem Hirn abtun kann. Aber diese große Menge von Ereignissen, die uns die Medien präsentieren, jetzt gibt's wieder noch einen Skandal und in dem Supermarkt ist jetzt auch wieder falsches Fleisch aufgetaucht und das, ich kann es nicht mehr sehen, muss ich wirklich sagen, weil es mich auf die Palme bringt. Ich muss aber aufpassen, dass ich mir das nicht so permanent gebe, weil dann fange ich wirklich an und verlasse dieses Land mal irgendwann, um festzustellen, dass es in anderen Ländern nicht besser wird. Ich glaube nicht übrigens, dass Humor oder Witz, wie so oft gesagt wird, dagegen eine Art von Gegenentwurf oder gar Heilung oder so etwas gibt. Viele sagen ja, also viele kommen zu mir und sagen, es ist gut, dass sie sowas machen, weil die Leute haben viel zu wenig zu lachen. Das ist nicht schön, finde ich. Das ist kein Kompliment für mich. Sondern ich denke immer, nein, wir Menschen bestehen ja aus sehr viel. Wir bestehen aus Heiterem, aus Ernstem. Die Menschen gehen in Büchereien und sagen, geben Sie mir entweder ein sehr lustiges Buch oder ein sehr trauriges. Warum tun sie das? Weil sie sich von beiden Fällen unterhalten lassen wollen. Von beiden Extremen unterhalten lassen wollen. Im ersten Fall nennt man das Voyeurismus. Oder? Ja, genau. Und wenn der Voyeurismus zu groß wird und wir plötzlich nur noch dastehen und uns am Leid anderer Menschen ergötzen oder in Privatsendern nur noch sehen, wie es den Leuten geht, denen es noch dreckiger geht als uns, die sich schon nicht mehr vernünftig kleiden können oder permanent ihre Ehepartner wechseln und sowas alles. Das ist hässlicher Fernsehvoyeurismus. Das ist schon fast an der Grenze zur Pornografie. Das bringt mich richtig auf die Palme, weil da habe ich das Gefühl, das gehört noch so zu meiner Fernsehzeit. Das sind sozusagen alles Kollegen, die das in Köln irgendwie 3 Studios weitermachen. Das ist etwas, was mich richtig nervt. Gegen sozusagen internationale Terroristengeschichten kann ich nicht angehen. Da kann ich nur fassungslos davor sitzen. Aber wenn ich merke, wie in deutschen Privatsendern Menschenschicksale ausgeschlachtet werden, ob sie nun gefaked sind oder echt oder diese bescheuerten Richtershows oder Bauer sucht Frau oder all so ein grausamer Kappes, das ärgert mich richtig. Herr Pastewka, über das Fernsehen und das, was Sie machen und was Sie vielleicht auch gerne machen würden, darüber reden wir gleich noch. Jetzt müssten wir schon mal wieder die nächste Wunschmusik von Herrn Pastewka einspielen. Hurra! Na, werden wir sehen. Meine Zeit mit dir ist wie ein Sommerwind, der durch ein Kornfeld klingt. Meine Zeit mit dir ist wie ein Bach, der rinnt und der von Sehnsucht singt. Meine Zeit mit dir war das. Gesungen, gesprochen von Horst Frank. Das war ein Wunsch von Bastian Pastewka. Darf ich jetzt mal kurz sagen, dass ihr die beste Sendung seid, in der ich je gewesen bin? Das meine ich total ernst. Nämlich, dass ihr das gespielt habt. Das habe ich einfach nur so auf diesen Zettel mit lustigen Musiken draufgeschrieben. Das ist natürlich ein Fundstück. Das ist kein wirkliches Lied. Das ist einfach nur ein Unsinn. Das ist Horst Frank, der große Horst Frank. Mir natürlich bekannt als großer Jünger der 3 Fragezeichen. Als Kommissar Reynolds aus den frühen Hörspielen. Genau, also als Schauspieler eben. Natürlich ist ein Schauspieler. Und der hat diesen Text eingesprochen zu dieser sehr schwülstigen Musik. Das ist so albern und natürlich alle, die meine Serie kennen, werden es erkannt haben. Wir haben dieses Lied in einer Pastewka-Folge mal zur Hauptfigur erkoren, zum wichtigsten überhaupt, weil da geht es um ein Gedicht und das ist genau dieser Text. Und das ist natürlich so ein schwülstiger Quatsch und erst am Schluss kapiert man ja, es geht um Jesus. Horst Frank war also ein Jesus-Lover, ich habe keine Ahnung. Ja, dazu muss ich jetzt aber wirklich mal verraten für unsere Hörer, die das natürlich nicht mitbekommen haben. Während Horst Frank sprach, sprach Bastian Pastewka wirklich lippensynchron mit. Ja. Also der ganze Text ist noch im Gehirn, ja? Das Wort Konträrfaszination wäre hier wichtig. Dieses Lied höre ich natürlich nicht aus Begeisterung an Musik,
natürlich sehr an Horst Frank, war ein großer Fan von Horst Frank. Aber ich finde diese Mischung, die man da gefunden hat, also erstmal diese Frauenchöre im Hintergrund und davor dieser sonor sprechende Mann. Ich habe mich gefragt, was soll mir dieses Lied sagen? Was soll ich danach zu einem Glauben übertreten? Soll ich dieses Lied fröhlich mitwippen? Nein, es geht nicht. Soll ich es nachsprechen? Nein, es geht nicht, außer wenn man es 20 Mal hört. Also ich stehe davor und weiß nicht, was es ist, und das fasziniert mich. Pastewka, aber damit ist eine meiner Thesen völlig obsolet geworden. Ich wäre davon ausgegangen, dass es Ihnen womöglich schwerfällt, Texte zu lernen. Das kann aber nicht sein, wenn Sie diesen Text jetzt schon so lange im Kopf haben, oder? Ja, weil der natürlich über die Verbindung mit der Musik zweifach gekommen verankert ist. Im Ganz Kopf genau. Ist. Und was ich gesehen habe, es gibt tatsächlich einen Mitschnitt dieses Liedes, weil Horst Frank hat dieses Lied mal in einer Fernsehshow performt. Und er hat es im Vollplayback-Verfahren gemacht. Also, er hat seine Lippen nur bewegt, während der Ton so vom Band kam, wie wir ihn gerade gehört haben. Und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, weil das ist sehr, sehr kompliziert. Also bei einem Song, den man so mitsingt, sagen wir mal Atemlos durch die Nacht, das könnte jeder von uns genau treffen. Aber dieses Lied hat ja überhaupt keinen Sprechrhythmus. Aber er hat es punktgenau getroffen, was mir wieder zeigt, was das für ein großer Schauspieler war. Er war ein absoluter Profi. Kurz zurück zu meiner These von wegen Schlechttext lernen oder so. Sie haben einmal eine sehr interessante, experimentierfreudige Sache auch im Fernsehen gemacht, nämlich eine Serie, die hieß Ohne Worte. Also für Sie wunderbar, da brauchten Sie überhaupt keinen Text zu lernen, weil das waren Sketche, bei denen zumindest Bastian Pastewka kein Wort sagte. Genau so war es. Das war 2004, es gab 7 Folgen und es war tatsächlich so eine Art Experiment, weil es gibt ja nun auch die Disziplin des wortlosen komischen Spaßes. Also Rowan Atkinson mit Mr. Bean hat es ja vorgemacht. Er hat ja zum eine Beispiel, Figur erfunden, die nur dadurch funktioniert, dass sie nichts sagt. Übrigens hat der auch den Film dann später gesprochen. Also Mr. Bean macht ja immer nur so komische Grunzgeräusche und sowas. Alles ist ja auch eine spannende Form gewesen. Und wir haben aber versucht, so einen Alltags-Bastian Pastewka zu erfinden, der immer dann spricht, wenn gerade ein Laster durchs Bild fährt und dann irgendwie ihn übertönt oder so etwas. Das war interessant, aber es war viel komplizierter zu drehen und zu erarbeiten als Sketche mit Text oder Szenen mit Text ganz allgemein. Woran liegt das? Weil in der Sekunde, wo, sagen wir mal, zwei Menschen miteinander sich ihr Leben erzählen, zum Beispiel Mann und Frau schreien sich an oder haben sich lieb oder so etwas, funktioniert das in sich und man kann es eigentlich sehr klassisch fürs Fernsehen auflösen, indem man einen Schuss auf die Frau macht, einen auf den Mann und das Ganze vielleicht nochmal über Kreuz oder in einer Totalen, wie man das so nennt. Bei den Sketchen, die wir gemacht haben, die so kompliziert waren, mussten wir unglaublich viele Details drehen, weil wir eben keine Sätze hatten, wie reich mir doch mal das Glas rüber. Ja, sondern wir mussten zeigen, wie jemand das Glas nimmt. Wir mussten noch eine Nahaufnahme auf das abgestellte Glas machen, eine Nahaufnahme, wie ich trinke. Es war Wahnsinn, wie lange wir an diesem Unsinn gedreht haben, weil da waren so viele Szenen, die so, sagen wir mal, hoch aufgelöst waren, dass sie einfach bei dem technischen Vorgang des Drehens sehr, sehr viel Zeit geschluckt haben. Und da habe ich mir zwischendurch gewünscht, mal ein Wort sagen zu dürfen, weil dann sind wir einfach mal schneller fertig. Und zwar nicht, um schnell fertig zu sein, sondern weil es einfach leichter geht, wenn man weiß, man hat nicht so viel auf der Uhr. Aber das ist uns, also da haben wir teilweise bis nachts um 5 an Sketchen gedreht. Ich erinnere mich, ich habe Fechten an einer Tankstelle gemacht mit Ölstäben. Das hat und hat nicht aufgehört, weil wir auch mit Stuntleuten gearbeitet haben. Also das wurde optisch immer opulenter und spannender, was wir da gemacht haben. Und am Schluss habe ich davor gesessen und gedacht, mit Text wäre es aber auch schön gewesen. Ja, also ich muss Ihnen sagen, also man kann ja viele dieser Sketche im Internet nachsehen, an dieser Stelle sehr empfohlen. Zum Beispiel eine Nachrichtensprecherin, die eine Glasscheibe hinter sich hat zur Nachrichtenredaktion und dann kommt der Fensterputzer. Und der Moment, in dem er merkt, dass er im Fernsehen ist, also Sie sind der Fensterputzer, einfach wunderschön. Also wie gesagt, man kann solche Sachen sich auch noch ansehen. Ein bisschen spricht das aber auch für die Experimentierfreude des Fernsehens. Sie haben des Öfteren gesagt, dass Ihnen da eigentlich zu wenig los ist, dass zu wenig experimentiert wird, dass man zu wenig an die Grenzen geht, dass alles familientauglich erstmal sein muss. Was meinen Sie damit? Also das klingt immer so ein bisschen so, als würde ich übers Fernsehen jammern, aber ich habe im Fernsehen sehr, sehr viel ausprobieren dürfen und habe natürlich auch in erster Linie Unterhaltung gemacht, die familientauglich ist. Also es gibt sehr, sehr viele Kinder, die meine Pastewka-Folgen kennen, 12-Jährige, sprechen mich an und machen Insider-Gags aus Pastewka beispielsweise, was mich wundert. Aber scheinbar sagen deren Eltern, das ist irgendwie Pastewka, da kannst du nicht viel falsch machen. Scheinbar. Und also meine Sorge ums Fernsehen
bezieht sich jetzt so ein bisschen auf meine Disziplin, weil ich finde, es gibt zu wenig Comedy im Fernsehen. Wenn man das sagt, wird man in Deutschland sofort mit irgendwas beworfen. Aber wenn den man jetzt Eindruck habe ich im Moment auch nicht. Ja, es gibt sehr viel Kabarett-Sendungen. Also das ZDF hat seit dem Boom der Heute-Show, die ganz toll ist mit Oliver Welke, gemerkt, dass das politische Kabarett wieder zurückkommen kann fürs Fernsehen, was sehr lange davor nicht so stark da war, als die große Comedy-Welle der 90er da war. Jetzt kehren Sendungen wie Die Anstalt zurück. Zuerst mit Georg Schramm und Urban Priol, jetzt mit den Nachfolgern. Oder Erwin Pelzig darf irgendwas machen, Dieter Nuhr in der ARD. Also immer sozusagen die aktuellen Ereignisse so ein bisschen kabarettistisch aufs Korn genommen. Aber sagen wir mal jetzt so, die große Zeit der Pärchen-Sketch-Comedy und der kleinen Albernheiten, so die ist SketchUp vorbei. Oder so. SketchUp beispielsweise oder sagen wir mal die Bully-Parade, wo drei Jungs einfach eine anarchische, bekloppte Show gemacht haben mit Filmparodien, mit ein paar Live-Sachen vor Publikum, mit bescheuerten Stabreimen und so weiter, mit Bully und die Tapete und was es da alles so für Rubriken gab, die ist so ein bisschen vorbei. Und ich wünschte mir wieder ein bescheuertes, albernes Ensemble, was sich eben einen Scheiß um die heutige Politik dreht, sondern einfach mal zeigt, was es selber kann oder was sie selber lustig finden. Davon wünsche ich mir momentan ein bisschen mehr. Aber das ist mein persönlicher Wunsch als Zuschauer, nicht einer, der diesem Genre jetzt nahesteht, weil ich ungefähr auch in diesem Beruf arbeite. Wenn man Anke Engelke glauben kann, die hat über sie gesagt, sie sei ein Teil sozusagen der Kölner Comedy-Mafia. Die sie anführt übrigens. Ah, so, okay. Aber dann könnten sie sozusagen von der Couch weg die Leute engagieren, mit denen sie dann sowas machen würden, oder? Ja, ich durfte ja immer mit tollen Leuten zusammenarbeiten, wie Christoph Maria Herbst bei unserem albernen Weihnachtsmännerfilm oder mit Michael Kessler, Olli Kalkofe und eben auch Anke Engelke. Also wir sind uns da sehr vertraut, aber momentan muss man sagen, diese Szene ist auch ein bisschen zerfallen. Also Christoph Maria Herbst Stromberg wird jetzt im Kino fortgeführt, das ist nochmal ein anderes Sujet. Anke Engelke macht eine Kultursendung im Westdeutschen Rundfunk, in der sie Schauspieler und Sänger einlädt. Michael Kessler ist momentan in so einem Verkleidungsmodus mit dieser Kessler-Ist-Sendung. Also die große Zeit der We Are a Bunch of Funny Guys Comedy-Geschichten ist vorbei. Was auch ganz gut ist, aber jetzt müssen die Nächsten nachkommen. Es stehen auch einige in den Startlöchern, aber mir sind es noch zu wenige. Vor allem sind es zu wenige, die beim Fernsehen durchgelassen werden. Die meisten machen es entweder sofort bei YouTube oder sie machen eine Sendung wie zum Beispiel der großartige Jan Böhmermann, die in erster Linie netzaffin gestaltet ist, wo sich die ZDF-Redaktion im Hauptprogramm ist. Ne? Ist im, ja, aber um 0 Uhr natürlich. Die würden es niemals nach der Heute-Show zeigen, sondern da muss erstmal dann die Kultursendung Aspekte sein. Und um 0.30 Uhr darf dann irgendwas Jan Böhmermann gegen Kultur? Überhaupt nichts gegen Kultur, aber die Kombination ist einfach Unsinn. Das würde kein anderer Sender machen. Kein anderer Sender zeigt erst die Heute-Show, dann Aspekte und dann eine Nachrichtensendung und dann noch Jan Böhmermann. Sowas macht nur das ZDF. Bei Ihnen auf der Couch zu Hause jede Menge Comedy-Freunde. Sie sagen, die Szene zerfällt, auch privat? Nein, privat sind wir alle noch bestens miteinander verbunden. Das kann ich nicht anders sagen. Und wie sieht dann so ein Abend bei Ihnen aus? Wird da mehr gelacht als mit Normalos? Also wir treffen uns ja glücklicherweise alle nicht zu Hause. Ne? Wir haben ja alle eigene Familien mittlerweile. Aber wenn wir uns irgendwo gemeinschaftlich sehen, ist das wirklich sehr, sehr toll. Und nicht nur albern und so nach dem Motto, weißt du noch damals, als wir noch in D-Mark Sketche gedreht haben, sondern dann ist es auch, also es ist hilfreich füreinander. Wir wachsen alle miteinander und wir passen sehr aufeinander auf. Also ich zumindest tue es und die Kollegin Anke Engelke übrigens auch. Aber dass wir jetzt gemeinsam uns noch Sketche ausdenken oder Albernheiten oder gemeinsam lustige Filme auf der Couch gucken, das ist leider nicht so. Leider. Ja, schade eigentlich. Muss ich das halt mit meiner Frau machen. Und das geht sehr gut. In meiner Frau habe ich meine Meisterin gefunden, was Fernsehserien anguckt, weil wir einfach beide zusammen sehr viel schauen. Sie gucken gemeinsam? Ja. Haben Sie auch dieselbe Meinung darüber? Nein, das nicht. Das kann ich ausschließen. Danach wird sich auch nicht gestritten? Nee, überhaupt nicht. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber natürlich gibt es unterschiedliche Sendungen. Ich zum Beispiel schlafe bei Game of Thrones ein. Das darf ich einfach mal hier bekunden. Game of Thrones ist eine Fantasy-Serie, die sehr, sehr beliebt ist. Aber ich komme einfach nicht dahinter, warum mir das gefallen soll. Meine Frau findet es sensationell. Gut, ich bin auf Ihrer Seite. Sagen Sie es Ihrer Frau nicht. Ja. Vielleicht können Sie mir sagen, was diese komischen Schattenwesen hinter dieser Schneewand sind. Ich verstehe einfach nicht, warum die nur alle drei Folgen kommen und immer digital animiert sind und irgendwelche Schwerter fallen lassen und sich dann wieder verpissen. Wenn die doch ohnehin die Stärksten sind, die könnten doch einfach alle platt machen. Dann wäre die Serie auch schneller zu Ende. Fragen über Fragen von Bastian. Wer hört noch zu, meine Damen und Herren? Es tut mir leid. Und wir haben keine einzige Antwort mehr dafür. Ich auch nicht. Stattdessen sage ich nochmal, wo man Bastian Pastewka in nächster Zeit bei uns nämlich erleben kann. Also am 30.09. und am 1.10. stehen Bastian Pastewka und die Komplizen, so heißen die anderen vier Schauspieler, zusammengenommen mit Paul Temple, dem Fall Gregory, auf der Bühne in Offenbach und zwar im Kapitol.
Übrigens von HR2 präsentiert. Und ich habe ganz am Anfang ja drüber gesprochen, über diese szenische Lesung des Kinderhörspiels Lindberg nach dem Bilderbuch von Torben Kuhlmann. Und alle Stimmen sind von Bastian Pastewka. Das dauert noch ein bisschen, bis wir das ausstrahlen hier in HR2 Kultur. Am 31. Oktober, 14.05 Uhr, kann man sich ja schon mal merken. Und wie gesagt, kommt auch als Hörbuch heraus. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Bastian Pastewka für das Gespräch. Ich freue mich nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe ja eben schon gesagt, es war eine ganz, ganz tolle Sendung. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Gibt noch eine Musik von Ihnen. Miniskirt. Oh, von Esquivel. Oh, ein spanischer James Last, wenn man so will. Hm, interessant. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, viel Spaß. Hey, hallo, Soul Chinka, God of Cheetah. Hop, hop, Tempo, finita, siesta.